Moin, moin, ihr Kaltwetterfreaks. Wir werden jetzt eine Transferroute für Superlegierungen erstellen. Dafür brauchen wir aber erstmal Superlegierungen, die wir exportieren können. Und dafür werden wir jetzt eine Produktionskette bauen. Beziehungsweise ist das gar kein Problem, denn wir haben ja schon Molybdän und Aluminium. Allerdings nur 3 Aluminium, weshalb wir ein kleines Upgrade für die Aluminiummine bauen. Molybdän haben wir genug und deswegen bauen wir jetzt einen Plasmaschmelzer. Und den stellen wir wohin? Hier mitten rein. Dann haben sie es schön warm. Nee, keine Ahnung. Ich gucke gerade. Das kostet 10 Logistik. Das ist aber teuer jetzt. Finde ich nicht gut. Was spricht dagegen, das Ding hier hinzustellen? Gucken wir mal, was das jetzt an Logistik kostet. Da ist doch schon. Ach so, ich habe die Straße noch nicht hingesetzt. Die Produktion läuft? Gut. Metall wie dieses kann neben dem Bau der Startrampe und der Shuttles für viele andere Dinge verwendet werden. Warum genau habe ich das jetzt da mitten reingesetzt? Das war doch jetzt irgendwie Schwachsinn. Ich hätte das doch auch... Komm, wir stellen das hier mit hin, dann kostet das nicht so viel Logistik. Ist halt nur eine wertvolle Wärmequelle, die dann flöten geht. Aber... Warnung, Energiemangel. Ja. Energiemangel. Wo war denn nochmal unsere schöne... Energiefabrik, ups. Geothermale Turbinen. Boah. Wie viel Energie das gleich bringt. So. Sehr schön. Kostet aber dafür auch eine Stange. Okay, wir haben Plasma. Nein, wir haben, wie heißt das Zeug? Superlegierungen erstellt und wir bekommen jetzt 6 Stück. Wie viele brauchen wir? Keine Ahnung. Gucken wir doch mal, ob wir überhaupt, ob das überhaupt hier dran steht. Neue Transferroute. Das ist übrigens unsere Vitamindrinkroute. Die fahren sozusagen einmal Capri-Sonne durch die ganze Welt. So, und wir möchten gerne Superlegierungen von der Arktis zum Walbruckbecken transportieren. Und zwar so viel, wie wir haben. Ja, so ist es gut. Die Metalllieferungen kommen jetzt regelmäßig rein. Phase 3 ist in Reichweite. Aber es ist eine Mammutaufgabe, alle Teile ihres Raumfahrtprogramms zu koordinieren. Sie werden einige Verantwortlichkeiten abgeben müssen, ob sie wollen oder nicht. Okay. Das wiederum heißt, dass wir... Ja, wir brauchen Manager... die das für uns managen und die wiederum wollen Neuro-Implantate. Ich guck mal gerade, ob wir das direkt schon machen können. Plus 2, minus 8. Nee, das müssen wir hier noch ein bisschen ausbauen. Wir brauchen also ein plus 8. Ein Plus von 8 Neuro-Implantaten. Ja, gucken wir ja doch einfach mal. Boah, länger geht's nicht mit dem Teil, ne? Also von der Größe her. Plus 8 haben wir jetzt schon. Aber leider minus 2 von dem Zeug, von den Kringeldingern. Wie man noch nicht weiß, was das ist. Molybdän. Na gut. Jetzt haben wir natürlich einen extremen Überschuss an Molybdän. Was jetzt auch nicht so toll ist. Sollten wir das vielleicht besser weiterverarbeiten? Ja, vielleicht besser, ne? Nee, irgendwie ändert sich nichts. Ach so, ja. Okay, ich bin auch blöd. Ja, das war jetzt ein Fehler von mir. Da ist jetzt jede Menge Geld draufgegangen, weil ich aus Versehen noch eine Fabrik gebaut habe, anstatt ein Modul. Ja, okay, damit müssen wir leider leben. Wir upgraden mal noch, damit wir mehr Arbeiter haben. Ah ja, Superlegierungen.
Keine Ahnung, wofür die übrigens gebraucht werden. Okay, jetzt haben wir 0. Das passt. Boah, 14 Neuroimplantate. Theoretisch können wir ein paar davon auf dem Weltmarkt verkaufen. Neue Transferroute, Neuroimplantate. Die wollen Augen. Sie wollen Augen. Von hier nach dort. Bitte nur 8. Wobei 10 sind auch okay. Schnelle Datenverarbeitung ist für Ihr Bodenpersonal äußerst wichtig. Gut, dass Sie mitgedacht haben. So, und jetzt geht's nämlich weiter. Verarbeite Informationen. Jetzt gehen wir nämlich mal rüber in die gemäßigte Zone und gucken uns mal an, wie wir jetzt diese komischen Algenkulturen hochgezogen kriegen, denn das wollen die auch haben. Die wollen hier Verjüngungskulturen haben, wollen die. Die wollen das ewige Leben. Die haben keine Lust auf Falten, diese Administratortypen. Administratorentypen. Nur mal kurz einen Schluck trinken. Bei dem ganzen Wasser, was ich hier auf der Karte sehe, kriege ich Durst. So. Das ist eine etwas nervige und lange Produktionskette. Wir brauchen einmal eine Algenfarm. Oh, dann nervt er auch nicht mehr so rum. Eine Algenfarm, die wir hier hinbauen werden. Oh, da fällt mir gerade was auf. Wir haben dann ja gar keinen Anschluss ans... Ah doch, das geht aber. So, Strom bricht zusammen. Ich fürchte nur, unser Gezeitenkraftwerk... Dann kriegt unser Gezeitenkraftwerk mal ein Modul dazu. So, und wir bekommen übrigens gerade Geld, weil die jetzt mit Neuroimplantaten versorgt werden und einziehen. So, wir haben schon mal eine Algenfabrik, die für uns 16 Algen produziert. Was wir brauchen, ist jetzt eine Synthzellen-Inkubator-Fabrik, was auch immer, für diese Verjüngungskulturen. So, wo bauen wir dieses komische Ding hin? Hier unten. Wie sähe das eigentlich aus? Kann ich das hier dran setzen? Ja, dann bauen wir mal hier nicht so ganz aussparend. Vielleicht hier so. Wie viel Logistik hat das jetzt gekostet? 6. Ich könnte ja mal ein Logistikzentrum hier hinsetzen. Das würde bestimmt was bringen, oder? Wobei, so nah an unserem Hauptquartier weiß ich gar nicht. Naja. Sündzellen. Die verbrauchen 8. Das heißt, wir können 2 davon bauen, weil wir ja 16 Algen haben. Beziehungsweise nicht 2 davon bauen, sondern ein Modul anbauen. Was bringt uns das? 75% Aktivität, Erhöhung, Produktivität. Ich habe leider wenig Zeit, Anthony Goodwin, Minister für panterrestrischen Handel. Yay. Es ist meine Pflicht, Sie darüber zu informieren, dass Ihr Unternehmen jetzt auf dem Weltmarkt gelistet ist. Kommen Sie in mein Büro, dann besprechen wir die Details. Mhm, danke. So, 20 Stück und damit können wir jetzt schon mal eins von mehreren biomedizinischen Laboren bedienen. Ich würde das ja eigentlich ganz gern hier in die Ecke stecken. Ich hoffe, das gibt uns jetzt nicht... Schritt näher zur Unsterblichkeit. Jawohl. Okay. Ja, machen Sie diesen irrationalen Trend nur mit, solange es dauert. Wir sind wieder eine Firmenstufe gestiegen und haben jetzt schon 2 hinter uns gelassen. 2 Firmen. Sehr schön. So. Und wir kriegen weiterhin Kohle, weil die jetzt versorgt sind. Haben allerdings ein bisschen wenig Algen, weshalb wir die Algenfarm direkt mal ausbauen. So. Sieht gut aus im Moment. Was wir jetzt noch brauchen, damit unsere Leute noch eine weitere Bevölkerungsstufe aufsteigen, ist eine Polizei. Und diese Polizei, die bauen wir wohin? Fang damit an. Kriegst du schon hin.
Ja, danke. Könnten wir hier hinstellen? Och. Ja, das ginge. Müsste ich natürlich was abreißen, aber das ist nun mal so. Ups, nee, nicht abreißen, sondern was umbauen. Genau, die stelle ich dann hier dazu. Kommt dann gleich noch eine Straße dran und dann bauen wir direkt das Sicherheitsdings. Sicherheitskontrollen sind in ihrem Raumhafen äußerst wichtig. Erst recht, wenn man es mit Terroristen wie der Orbital Watch zu tun hat. Terroristen. Ist ja fast das gleiche. Ja, da ist jetzt wieder einer frei dazwischen. So ist das. So. Sehr schön. Dann wollen wir doch mal Manager anwerben. Ja. Unsere ersten Wolkenkratzer. Naja, Wolkenkratzer ist ein bisschen übertrieben. Die letzte Grenze überschreiten, wie man so sagt. So, warte mal. Ich habe gehört, dass John Rafferty bereits die Pläne für die Startrampen überarbeitet. Folgen Sie seinen Anweisungen und setzen Sie die Pläne um. Das ist krass. Seht ihr das, wie unsere Bevölkerung wächst? Wir haben gleich schon wieder eine Firmenstufe. So, wir müssen natürlich ein bisschen darauf achten, dass jetzt nicht unsere Versorgung komplett einbricht. Das war dieses Teil. Da brauchen wir mal ein Modul. So, und jetzt haben wir wieder zu wenig von den Dingern. Blöde. Die haben echt eine blöde Form, die Teile. So. Boah, was graden wir jetzt noch ab? Ein paar kleine vielleicht. Wir brauchen 5000. Ach so, die habe ich jetzt noch gar nicht. Die habe ich noch gar nicht auf die erste Stufe. Hihi. Und wir haben die wieder überholt. Schön. Na, das wird jetzt aber dauern, bis wir Stufe 9 haben. Okay. Ich würde sagen, wir setzen dann das Zentrum mal hier. Das wird uns dann später bei der Strukturierung helfen. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall wieder für Reis sorgen. Es gibt Reis. Ich warte. So, plus 5. Und wir haben wieder kein Wasser mehr. Das heißt, wir müssen eine neue Entsalzungsanlage bauen. Und zwar habe ich das letztes Mal hier oben gemacht. Und ich glaube, das werde ich auch wieder tun. Leider kann man die halt nur zweimal upgraden. Deswegen müssen wir jetzt diese Entsalzungsanlage hier hinstellen und werden direkt mal ein Logistikzentrum daneben stellen, damit das uns nicht zu teuer zu stehen kommt. So, warte mal, hatte ich jetzt eigentlich? Ja, passt schon. War gar nicht zu wenig. Naja. Vitamindrinks zu wenig. Mal wieder. Boah, wie wir halt immer noch Module anbauen können. Krass. Oh, und zu wenig Obst. Müssen wir mal eine weitere Plantage anschalten. So. Sehr schön. Das sieht alles super aus. Weiter geht's mit den Upgrades. Ich muss den jungen Herren und Damen leider immer das Wort abschneiden, weil die so gerne reden und ich aber auch so gerne rede und wir damit in einen Konflikt geraten. So. Wir halten weiterhin unsere Warenballons im Auge. Behalten das im Auge. Auch wenn es ein bisschen weh tut. Die Motivation ist auf einem allzeit hoch. So, und jetzt haben wir leider nicht mehr genug Superlegierungen zum Upgraden. Wow, du sorgst für Aufsehen.
viele wichtige Leute hätten gern deine Unterstützung. Wie geht das denn? Also diejenigen an den wirklich entscheidenden Stellen. Diese Konferenzgeschichte. Boah, die sind aber auch zügig, ne? So schnell bin ich nicht wie die. Ja, sieht doch schon mal schick aus, unsere kleine Skyline. Gefällt mir. So, wir brauchen immer noch Manager. Müssen jetzt ein bisschen warten, bis wir mehr von den Legierungen haben. Oder wir kaufen uns einfach welche. Das geht natürlich auch. Hallo, hast du welche? Willkommen in Nix. Es ist mir immer ein Vergnügen. Ja, der hat welche. Jede Menge sogar. Ja. Ja, damit. Also, das ist eine. Boah, man sieht immer so schlecht, was da drunter ist, wenn dieses Schild da erscheint. Und jetzt gehen uns die Polymere, Biopolymere aus. Hat der auch Biopolymere für uns? In diesem Leben ist man entweder Fisch. Ich hätte gerne gleich eine ganze Menge davon. Und auch noch hiervon welche. Weil wir auch ein bisschen aufpassen müssen, weil das ganz schön teuer ist. So. Neue Baupläne. Sojafarm. Und wir haben schon wieder zu wenig Reis. So, direkt mal die nächste Reisfabrik anschalten. Genau, und Vitamindrinks auch zu wenig. Jetzt sind wir aber ausgelastet mit den Modulen. Mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Ja, also man sieht auf jeden Fall, finde ich, sehr gut, dass die, wie soll ich sagen, die Spielgeschwindigkeit deutlich erhöht ist dadurch, dass wir halt nicht stundenlang erst rumprobieren müssen, ob die Produktionsketten funktionieren, beziehungsweise ob genug Versorgung da ist. Da wir das hier alles jetzt auf einen Blick haben, das gefällt mir persönlich sehr gut. Ich bin da ein großer Freund von. Das hat mir nämlich in den alten Teilen immer sehr gestunken, dass das nicht ging. Sie hätten mich. Und wenn mir was stinkt, dann muss das wirklich zum Himmel stinken, denn ich bin ja schließlich Gamer. So, ja, wir graden weiter ab. Wir scheinen ja wirklich alles super versorgt zu haben, dass das alles hier. Die Bühne gehört Ihnen. Aber sobald unsere Forschung abgeschlossen ist, wie ich mich halt mit ihr battle die ganze Zeit. Das ist cool. So, hier mache ich jetzt mal die Straße weg, damit wir weitere Upgrades anbauen können. Oder Module heißt das ja. Wasser unter Versorgung, aber auch nur leicht. Das kann man noch verschmerzen. Umso besser, wo Sie jetzt da sind. Und upgraden und upgraden und upgraden. Boah, wir haben echt viele Manager. Finde ich gut. So. Und unsere Bevölkerung wächst zum Himmel. Und jetzt ist Zeit dafür, unser kleines Wasserreservoir anzubauen. Und jetzt warten wir mal, wie hoch unsere Bevölkerung noch geht. Und sonst müssen wir halt ein bisschen mehr Häuser bauen, weil das ist so eine Prozentgeschichte. Wir können auf gar keinen Fall alle upgraden. Wir brauchen immer einen bestimmten Prozentsatz von der niedrigeren Stufe, um die höhere Stufe nutzen zu können, also upgraden zu können. Bevölkerungsstufe. Ja, wir werden da nicht rankommen. Ich kann eigentlich jetzt schon loslegen und was Größeres bauen. So, wo ist das Polizeirevier? Hier. Ja, im Prinzip kann ich hier anbauen. Was soll dieser Schnärpel da?
den brauche ich nicht. So. Nein. Sich hier verklickt, Mensch. So. Alles klar, warte mal, jetzt gucke ich gerade, ob man hier vielleicht... Nee, das geht nicht, leider. Hab ich leider ein bisschen doof gebaut. Ja, das geht bestimmt besser, aber dafür bin ich nicht Profi genug. So. Hab hier leider immer so ein paar kleine Lücken drin. Entschuldigung, Sie sind wahrscheinlich höheren Komfort gewohnt. So, und jetzt können wir auch weiter upgraden. Wo haben wir denn schon eine höhere Stufe? Das sind jetzt schon... Nee, das sind Arbeiter. Wir wollen eigentlich Administratoren upgraden. Geht das überhaupt? Nee, dafür müssen wir erst Arbeiter upgraden. Ist ja irgendwie auch logisch. So... Ja, die sind dann schon wieder nicht versorgt mit Polizei. So, und jetzt dürfen wir doch eigentlich die 5000 erreichen. Komm schon. Könnte knapp werden. Nee, das packen wir. Okay. Du hast deinen Laden gut im Griff. Schön für dich. Neue Gebäudearten verfügbar. Ja. Wir müssen noch Luxuskost produzieren. Oder können wir jetzt schon? Nee, wir können schon. Du hast was drauf. So viel steht fest. Die Luxuskost ist eine schöne Sache. Das war's von unserer Seite. Jetzt müssen wir die Startrampe nur noch einweihen. Jawohl, ja. Sie haben den Mann gehört. Die Systeme sind bereit und die Shuttles in Position. Starten Sie den Countdown. Genau. Damit haben wir dann alles geebnet für den Weg zum Mond tatsächlich und werden dann unser drittes Gebiet freischalten, auf dem wir bauen können, nämlich den Mond. Und das kann ich euch jetzt schon versprechen, ist eine ziemlich coole Sache, denn sie haben sich da echt schöne Sachen einfallen lassen für den Mond. Unter anderem einen coolen Schutzschild. Da gibt es dann halt statt Wärme andere Probleme, nämlich Meteoriteneinschläge. So. Zack. Raumhafenerweiterung genehmigt. Und los. 5, 4, 3, 2, 1. Preparing for touchdown. Zack. Da sind sie auch schon gelandet. Ein historischer Moment. Die ganze Welt schaut zu ihnen auf. Phase 3 hat begonnen. Die zweite Welle ist auf dem Weg zum Mond. Sie haben einen weiten Weg zurückgelegt. Aber es liegen immer noch 250.000 Meilen vor ihnen. Ihre Kolonisten erwarten ihre Befehle. Einfach rumfahren und auf Leute schießen. Dann liefern wir einen Kampf. Ich dachte gerade, das wäre jetzt meine Aufgabe. Einfach rumfahren und auf Leute schießen. Da sind wir jetzt in GTA. So, jetzt mache ich hier mal noch eine Straße hin. Dann könnte man theoretisch natürlich irgendwie sagen, ich möchte hier noch eine Polizei hinstellen. Nur die Polizei kostet halt 1000, aber das können wir uns leisten. Das ist gar kein Problem. Zack!
dann können wir auch upgraden, wenn wir denn was Neues gebaut haben. Nee, warte mal. Einmal verschieben, bitte, oder? Nee, passt. Da, 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 da. So. Ich baue jetzt hier nur noch mal fleißig ein bisschen weiter, weil theoretisch ist das ja kein Problem. Wir haben es ja. Sozusagen. So. Jetzt mal gucken wir nur gerade. Oh, Reis bricht wieder zusammen. Wir müssen übrigens immer schön sehen, dass wir von unserem Kollegen hier ohne Menschen wie mich würde hier nie etwas erleben. Fleißig die Petrochemikal, Quatsch, die Grafen leer kaufen. Und theoretisch auch das Iridium, das wir dann für den Mond brauchen. So. Ja, wir können wieder upgraden. Ich kann mir machen wir auch. Nicht vorstellen. Gucken, was passiert. Vitamindrinks ja. werden weniger. Na, seht ihr mal, das läuft doch alles. Die Bühne gehört Ihnen. Aber sobald unsere Forschung abgeschlossen ist, stehen wir wieder im Schein der Welt. Ja. So. Minus 2 schon wieder. Und minus 5. Capri-Sonne. So, ich baue gleich mal 2. Das nervt sonst irgendwie. Die Obstplantage muss... Eigentlich kann ich die auch nach hinten ausbauen. Warum habe ich das eigentlich nicht gemacht? Ha. Kann ich eigentlich einzelne Teile verschieben? Ja. Das funktioniert tatsächlich. Das ist ja gut. Jetzt liebe ich euch umso mehr. Denn jetzt kann ich hingehen und das ganze Ding einfach eins nach links verschieben und so haben wir mehr Platz. Super. So lange Würste bauen ist sowieso, glaube ich, irgendwie das Beste. Da spart man sich nämlich die Straße, weil man die ja nur bis hier vorne braucht. So. Bitte halten Sie sich dabei an unsere Richtlinie. Ups. Ja, ist ja gut. Hab ich ja vor. Oh weia, oh weia. Boah. Puzzlespielchen. So. Und wir sind immer noch fett im Plus. Sehr, sehr schön. Boah, wie die mich immer direkt wieder überholen. Aber wie soll ich denn Stufe 26 so schnell werden? So gut bin ich nicht. Ich erwarte, dass jemand... So. Ja. Was wollten wir jetzt machen? Jetzt müssen wir die Mondregion betreten. Genau. Das wollte ich allerdings noch ein bisschen rauszögern, ehrlich gesagt. Ich wollte die Folgen auch nicht so lang machen, weil leider das immer sehr lange dauert, so eine 60 FPS-Folge zu rendern. Deshalb machen wir jetzt hier mal an der Stelle Pause. Oh, warte mal, ich kann doch weiter upgraden. Das machen wir natürlich noch. Woran fehlt es denn, Leute? Man weiß es nicht. Ach so, an... Verstehe. Meisterökonom, Sie haben eine Kreditbilanz von plus 10.000. Wow, okay. Der Erfolg zeigt auch, dass ich das bisher noch nicht geschafft habe. Sehr schön. Ich habe das Spiel offenbar verstanden.
Boah, wir haben 230.000 durch die ständigen Aufstiege in der Firmenstufe. Sehr schön. Das heißt, wir haben auf jeden Fall genug Kohle, um auf den Mond zu bauen. Der Mond ist nämlich teuer. Könnt ihr euch ja vorstellen. So, okay. Dann bis zur nächsten Folge auf dem Mond. Ich wink euch von da. Bis dahin. Ciao.